Sie sich offenbar zum Treffen in Bezug auf den Iran. Kann Europa den Iran den Leben hier retten? Das JCPOA ist eine hohe Priorität für die Europäische Union. Wir haben ja letztes Jahr, 9. Mai, gewusst, dass es so weit kommen wird. Was wir nicht erahnen konnten, war die Eskalation im Sinne einer wirklichen Zerstörung des JCPOA, die ja teilweise vorangetrieben wird. Was die jüngsten möglichen Eskalationsszenarien anbelangt, würde ich für Rückhaltung plädieren. Man muss wirklich Sachverhaltsdarstellungen zuerst erreichen. Man kann nicht nur aufgrund von Breaking News handeln. Jetzt sagt Europa immer, Sie weisen das Ultimatum des Iran zurück, aber was kann man wirklich tun, außer zu reden? Was gibt es Konkretes, was man machen kann? Die konkreteste Haltung ist die, sich genau anzusehen, durchzulesen, was die Internationale Atomenergiebehörde, die die Hüterin dieses Abkommens ist, wie ich immer wieder betone, sagt und die vierteljährlich eben ihre Berichte vorlegt. Aufgrund der Inspektoren ist es zur Anreicherung gekommen, die eben jenseits der Kriterien des JCPO hinausgeht oder nicht. Wenn die Internationale Atomenergiebehörde feststellt, dass sich der Iran weiterhin an seine Vorgaben hält, und das war bis jetzt der Fall, dann gilt das JCPOA. Wir können eigentlich nichts machen. Wir können daran appellieren, dass alle, die im Abkommen verblieben sind, und das sind ja alle, bis auf die USA, dass sie sich daran halten. Weil meines Erachtens ist dieser Text, an dem man ja wirklich jahrelang herumgearbeitet hat, der so viel schlaflose Nächte, Nerven, Kraft, ich denke da an John Kerry und Zarif, die wirklich miteinander konnten in der wesentlichen Phase. Hier ist ein diplomatischer Durchbruch erreicht worden, der gezeigt hat, dass wenn der politische Wille vorhanden ist, dann kann man vorankommen. Und hier ein Vakuum zu schaffen und zu sagen, wir wollen dieses Abkommen nicht, wir schaffen jetzt etwas ganz Neues, ist meines Erachtens der nicht gangbare Weg. Wir kennen die Defizite, wir wissen, dass man eben damals nicht die regionale, politische, militärische Rolle des Irans mitbehandelt hat. Das ist die große Kritik von vielen anderen Staaten in der Region. Aber dieses Abkommen jetzt vom Tisch zu streichen und zu sagen, ganz was Neues ist meines Erachtens nicht der sinnvolle Weg. Was erwarten Sie von Mike Pompeo, wenn er kommt? Ja, bin gespannt. Er hat seinen Reiseplan wieder mal über den Haufen geworfen. Ich entnehme der Berichterstattung, dass er sich unter anderem mit Federica Mogherini und einigen anderen zusammensetzen wird. Bin gespannt, was dabei jetzt wirklich herauskommt und was sozusagen die Fakten sind, die Mike Pompeo mitbringt, um die US-Sicht der Dinge darzulegen. US military has deployed the warship in the Middle East. As you know, right now, aircraft carriers, from the Fifth Fleet, yeah. Do you worry about this? Well, it's not for the first time, you see. I still remember, I'm old enough to remember also the war of the 1980s, the Iran-Iraq war, when we had daily closures of the Strait of Hormuz, when we had an open battle between two founding members of OPEC. I also remember very well that many people in those days said, for instance, coming to the oil exporting organization, OPEC is dead, things like that. But honestly, I'm old enough to have a certain overview over the last 40 years of what has happened in the region. So I don't panic. I'm not extraordinarily worried. What I deem necessary, as I just explained to our Austrian colleagues, is to get the facts checked. I don't belong to those who only act on rumors or who comment rumors. Mr. Pompeo comes today to Brussels. What we can expect from the visit, and there is a different meaning between EU and United States of America. We can expect that the EU will be changed position about Iran. Mm-hmm. I don't see today any kind of changes happen because the main source of checking remains the International Atomic Energy Agency. She is the guardian of the JCPOA, as I often call the organization. And according to the findings of the inspector dispatched by the JCPOA, by the International Atomic Energy Agency, we should act, and not on the basis of rumors. Hasa yatamit anal maudua analastu adrikul hasal mufradat bilora bal arabia. نعم. عقب زيارة الوزير اليوم. نعم. هل نتوقع تحسن وتوافق في الآراء؟
حول ملف إيران أو الأوضاع في ليبيا أو السودان أو الجزائر؟ الحق معك في عدد من الملاعب في الـ في الـ في الكالندر اليوم، ولكن أنا أظن أحسن شيء هذا أن نحن ننتظر ماذا تقول الـ International Atomic Energy Agency، لأن هذه المنظمة هي مسؤولة عن التقرير ما حدث أو ما لا حدث في الإيران. You're most welcome. Danke. Es ist manchmal, wenn man dann so wieder vor dem Hintergrund. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Tag. Ich bin froh, dass es hier nicht so kalt ist. Erkälten Sie sich nicht und Sie sollten das endlich mal ändern, dass wir uns da drinnen unterhalten können. Ja. Habe ich schon dafür plädiert. Alles Liebe, Papa. Thank you. Schönen Abend.